da bin ich wieder. Wir suchen immer noch diesen Ausgang aus diesem Lagerhaus. Den wir bisher noch nicht gefunden haben. Ich dachte, der Aufzug ist hier der richtige Weg. Scheint aber nicht zu sein. Weder dieser noch der andere Aufzug funktionieren. Gehe ich nochmal nach oben, um zu gucken, ob da hier was ist. Ob hier vielleicht noch irgendeine Tür ist, die uns irgendwo hinführt. Lambda-Reaktorkomplex. Nee, alle Türen sind zu. Es sei denn... Die Tür ist auch zu. Das sind aber nur diese Eckräume. Muss ich etwa da lang? An diesem Container vorbei? Wäre nicht so abwegig. Genau, das scheint der einzige Weg zu sein und ist es auch. Schick. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Kommt mir da nicht auch wieder diese fetten Viecher? Ich höre hier irgendwas. Sag ich ja. Kommst du noch mal her? Ist jetzt hier endlich Ruhe? Natürlich nicht! Nix ist! Vergesst es! Jetzt haben wir Ruhe. Moment, hier ist mal noch nachladen. Ja, sehr viel Munition können wir dafür aber nicht aufnehmen. Für die Armbrust. Super Kamigiru Guru, wer immer das ist. Seitdem sich manche da ihre Namen geändert haben, weiß ich nicht mehr, wer ist, ey. Naja. Was tun? Eine verschlossene Tür. Okay, wir gehen nach oben. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Okay.
Dann komme ich mal. The reactor is shut down right now. But you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Ah ja, ich sollte also gar nichts von diesem komischen Reaktor wissen. Ah ja. Ah, was für kranke Experimente macht ihr denn hier, hä? Did you hear something? Das habe ich gehört. Flüsterleise Aufzüge, was für ein Fortschritt. Das könnte man doch der Öffentlichkeit präsentieren. Entweder geht's da lang oder. Nee, da lang. Was steht hier? Test Firing Chamber. Okay. Were you in weapons research too? I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you. But please, promise to put her to good use. Moment mal. Du entwickelst eine Waffe, aber aus ethischen oder persönlichen Gründen feierst du diese nicht ab? Ja. Natürlich. Vollkommen. Ui, ich habe fast schon Bahnberechnung fertig. Aber ich guck mal, ob es hier irgendwas mit einer Gluon-Kanone gibt. Werde von deinen eigenen Snars getötet. Hm, ja, immerhin, ne? Töte einen Marine mit seiner eigenen Granate. Töte einen Ichthyosaurier entweder mit der Tau oder Gluon. Okay, haben wir das schon mal. Ertrinken in der Kühlflüssigkeit. Nett. Use an entire clip, okay. Geht das auf? Yep. Do you smell something burning? Ja, your ass. Nett. What you've just done? Yes, I know. It's highly probable that our luck will change. Don't you agree? Warte mal. Ich will mal rausfinden, wie ich diesen. Genau, vorzeitige Blabiblub. Das ist dies. Entire clip of Gluonamo in one continuous shot. Yes. Und wo ist das Ichthyosaurier? Entweder mit der Tau oder. Nuklearis für schön. Das ist doch das hier, oder nicht? Suggesting that all of these beings are here to dine on us? Maybe. Nun ist er wieder da. Don't let it make a meal of me. Holy! Alter! Das Ding hat Feuer. Ja, mal schauen, ob wir diese Waffe noch einsetzen können. Später.
Jedenfalls haben wir hier doch dann noch im Lambda-Komplex ein paar Achievements zu erfüllen. Oder Errungenschaften. Wie zum Beispiel eben das mit dem Ertrinken in der Kühlflüssigkeit. Kann ich machen. Ist ja nur eine Errungenschaft. Ichthyosaurier, das sind das vielleicht diese mit dem Arm? Das könnten die vielleicht sein. So, und wie ich bereits schon damals sagte, erst mit einem guten Freund mache ich hier den Lambda-Kern. Und das heißt, es ist erstmal genug von Black Mesa und bis zum nächsten Mal bei Zelda Foxy.